Genau. Warum kann ich nicht auf den Microsoft Store gehen? Ich Komisch, weiß komisch. nicht. Ich komme dann immer auf so eine komische, auf diese komische T-Online-Navigationsseite. Was Jedes gibst denn Mal. du ein? Ja, ich bin entweder bin direkt auf Microsoft.de gegangen, dann von da oder dort aus wollte ich halt drauf zugreifen, ging nicht. Jetzt habe ich bei Google gesucht, wollte von Google aus drauf zugreifen, ging auch nicht. Ja, vielleicht ist der gerade nicht erreichbar. Ich kann mal ausversuchen. Wenn ich einfach mal eingebe, das ist ja, glaube ich, einfach microsoftstore.com, gell? Microsoft-Store.com, ja. Lustigerweise machen die es ja so, obwohl ja mittlerweile eigentlich alles so auf die Google-Variante umsteigt. Google, finde ich, hat es ja so schön gelöst, was ihre URLs angeht. Die haben ja einfach zum Beispiel dann einfach play.google.com oder maps.google.com und so weiter. Und das finde ich eigentlich viel sinnvoller, anstatt da zigtausend verschiedene URLs zu haben. Ja, neu haben sie jetzt herausgebracht, dieses Surface 3, also nicht mehr das Pro 3, sondern das normale Ja, 3. Was aber. natürlich den Vorteil hat, dass es keinen Lüfter hat, aber halt auch einen schwächeren Prozessor. Das große Problem ist, in Amiland kostet es ja nur $499. Aber da der Euro ja momentan so schwach steht zum Dollar, ist es bei uns teurer geworden. Und ich finde, bei dem Preis lohnt sich's noch nicht, als dass ich nicht das Geld extra ausgeben würde für ein Surface Pro 3. Weil sonst wäre es eigentlich eine nice Idee. So, was gibt's jetzt hier alles für Ist Preislisten? ein ziemlich cooles Studentengerät. Oh Gott, da gibt's ja zigtausend Bundles jetzt hier. Also ich bin Ja, jetzt gerade also ich habe nicht ja auf dem meins, Microsoft Store, sondern habe es halt ja auf einer anderen Seite. bei, und das würde ich auch jedem empfehlen, dass ich ein Surface Pro 3 holen möchte. Ganz ohne jetzt, dass ich für die Firma, wo ich arbeite, werben möchte, sondern ich habe es ja bei Cyberport gekauft und was ich dort halt ziemlich nice finde, was ich jetzt so woanders nicht gefunden habe, zumindest, vielleicht habe ich auch nicht lang genug gesucht, ist halt ja ein schönes Bundle mit Tastatur und mit Office schon mit dabei, für einen meines Erachtens recht fairen Preis und das fand ich halt ziemlich cool, weil dann habe ich schon alles und musste nicht mal alles extra kaufen. Weil Microsoft ist ja so, dass du halt kein Liner, kein Tastaturbundle hast und ähnliches. So. Und ja. Surface Pro 3. Bin heute Cyberport. schon außer Atem Du hast das für 939 geholt, oder was? irgendwie. Also bei mir hat es noch 949 gekostet. Das war die i5 mit 128 GB und Gigabyte RAM. 4 GB RAM. Kostet Ich jetzt 10 weiß nicht Euro mal. weniger. Ja, scheiße. Na. Also, Ja, was mir je auch meine. nachdem. Also ich würde vielleicht sogar ein bisschen höher in der Preisklasse gehen, je nachdem wie ich Ja, mit das. 8 GB RAM ist halt auch nice, gell? Das habe ich mir auch überlegt dann, gerade weil da kam dann gerade dieser 140 € Preisnachlass von Microsoft daher um die Ecke und dann dachte ich mir, sollte ich jetzt Ach vielleicht nee, nicht doch. du hast mit Office Personal, ne? Und so. Genau. Na nee, gut, dann hast du doch gespart, weil jetzt kostet es wieder 1099. Ah, okay. Gut, wenn du natürlich an die Uni gehst, dann lohnt sich's eh nicht, weil du dann ja dir das Uni Office University holen kannst für 60 € für 4 Jahre. Das ist dann I5, natürlich immer noch. 8 GB RAM, ja, 1199, das geht eigentlich auch noch. Also, Ja. Ist eigentlich bestimmt, das ist eigentlich ganz okay, so vom weil beim Preis her Surface denke ich mittlerweile. mir, wenn schon, denn schon, ne? Gibst du eh so viel aus. Das Also, habe ich jetzt mir auch natürlich nicht das überlegt. für 2000, aber Ja. halt Jetzt, schon. das hatte ich mir eine Zeit lang auch überlegt, ob ich einen auf wenn schon denn schon mache, aber dann habe ich mir gedacht, was machst du unterwegs? Brauchst du wirklich 8 GB Arbeitsspeicher? Eigentlich nicht, du schneidest nicht drauf, du hast keine 3D-Programme drauf. Das Einzige, was wirklich den Speicher ausnutzen würde, wäre Photoshop und das geht dann auch eigentlich auf 4 GB noch ohne Probleme. Also zumindest habe ich jetzt noch kein so großes und komplexes Projekt gehabt, dass ich sagen würde, dass es mit 4 GB gar nicht mehr geht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann ich es mir eigentlich auch sparen, weil so für unterwegs reicht mir das, was das drum hat. Und dann war es halt doch nochmal irgendwie teurer und dann habe ich mir gedacht, nö, warum sollte ich das tun? Ja, ich weiß nicht, aber 8 GB RAM würde ich halt schon gerne haben, eigentlich. Und Ja, ist schon. 256 GB eigentlich auch gerne. Weil, also, das finde ich noch ein bisschen so. Ich weiß nicht, also, spätestens gefühlt seit der Xbox One, ja,
auch wenn ich jetzt natürlich auf dem Surface nicht so irgendwelche riesigen Games installieren werde, gefühlt sind einfach so selbst 500 GB inzwischen voll wenig, wo du dir so denkst, Na. ja, ich habe jetzt schon 86% von denen verbraucht. Und Das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Da habe ich mal längere Zeit dann diskutiert, auf so einer Technikseite auch, als das Surface 3 rauskam, das ja in der Einsteiger-Variante nur 64 GB auch hat, genauso wie das ganz, ganz Einsteiger Surface Pro 3. Aber worauf, also wenn, worauf ist das Gerät dann wirklich ausgelegt? Zum Spielen? Nee. Also Games werde ich kaum drauf installieren, wenn dann halt nur so alte wie Age of Empires oder so für zwischendurch mal. Und die braucht, Age of Empires braucht 1,4 GB. Und sonst Dokumente, ein paar Kilobytes. Musik mache ich auch nicht groß drauf, habe ich mein Handy. Filme, gut, die sind eigentlich das Einzige, was wirklich viel Speicherplatz wegnehmen könnte. Aber wer sagt, dass ich meine gesamte Filmbibliothek auf meinen Surface schieben muss? Dafür habe ich eigentlich meinen Desktop-Rechner. Auf ja, ich Surface hab's mache ich, eh wenn inzwischen dann, alles online. maximal so zwei, drei Filme drauf. Allerhöchstens für unterwegs. Mehr brauche ich da nicht. Momentan habe ich überhaupt gar keinen drauf. Sonst Programme. Was werde ich groß installieren? So mega super viel eh nicht, weil es irgendwann dann Windows langsam wird. Und für die, die ich drauf habe, ich habe momentan noch 70 GB frei. Und ich muss sagen, dass ich jetzt eigentlich nicht sehe, wie ich das in Zukunft irgendwie zumachen würde. Ziemlich schnell. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, passt eigentlich. Und ich meine, im allergrößten Zweifelsfall gibt es ja mittlerweile auch 128 GB Speicherkarten. Und ich meine, dann wird es ja nicht aufhören. Theoretisch unterstützen ja die ganzen, also ziemlich viele Windows-Tablets mittlerweile bis zu 2 TB, was es momentan noch nicht gibt als Speicherkarte. Aber theoretisch würden sie bis zu 2 TB als Speicherkarte unterstützen. Und dann denke ich mir, wofür brauche ich den ganzen Speicher? Natürlich ist es cool und man denkt sich, ja, nice, habe ich das bla und bla und mehr ist natürlich immer besser. Aber wenn jemand wirklich überlegt, braucht man's? Brauche ich wirklich so viel Leistung auf dem Ding? Wofür nutze ich's? Für Dokumente, für Zeichnen und das war's. Und da brauche ich die Leistung eigentlich nicht. Vor allem ist es jetzt auch nicht so, dass Windows 8 jetzt mehr Leistung bräuchte oder Windows 10. Ganz im Gegenteil, eigentlich geht der Trend bei Windows momentan glücklicherweise sogar dahin, dass sie mit Iteration für Iteration immer weniger Speicher und weniger Leistung brauchen, weil es ja dadurch, dass Windows 10 ja jetzt auch auf Tablets verstärkt läuft, genauso wie Windows 8, halt auch auf schwächere Hardware laufen muss, um mit Android konkurrieren zu können, nachdem Windows RT ja komplett gefloppt ist. Ja gut, aber ich bin zum Beispiel jemand, der auch immer so ziemlich viele Bilder und so auf seinem Rechner hat, weil ich halt alles backuppe. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, mein Bilderordner so von den ganzen privaten Sachen allein schon sind schon 63 GB. Also, Okay, das ist das ist schon ein natürlich bisschen schon. was. Da muss man. Aber trotzdem, ich meine, auch die wirst du ja hauptsächlich halt auf deinen Heimrechner haben. Also, Ja. es kommt natürlich darauf an, wenn der Surface mein einziger Rechner wäre, wenn ich jetzt, das gibt es ja auch manche Leute, die es so machen, die haben ja nur noch einen Laptop oder halt dann, was weiß ich, ein Surface und haben dann zu Hause eine Alter, Deal der Dockingstation. Woche. Und haben dann zu Hause eine Dockingstation, wo sie ein Ding anschließen, dann natürlich macht es Sinn. Aber so, wenn man jetzt so fährt wie du und ich, höchstwahrscheinlich, dass man zwei Rechner hat, also einen Heimrechner, einen klassischen Desktop-PC und eben für unterwegs irgendwas, dann habe ich mir auch wieder gedacht, ja, da tue Das ich mein ganzes Zeug eigentlich nicht drauf. wäre es für mich, glaube ich. Ja. Surface Pro 3, 256 GB, 8 GB RAM. Mit Type-Cover. Office. Und. Ach, sogar i7. Ach, hör mal, dann nehmen wir aber mit. Ja. Also, das haben sie jetzt für 1400 reingepackt. Ich meine. Das ist echt ganz nice, eigentlich. Normalerweise kostet das 1750. Boah, okay, das ist echt nicht schlecht. Na ja gut, aber diese Woche werde ich es wahrscheinlich nicht mehr bestellen. Ach so. Na, mal gucken. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen, vielleicht kann ich da ja noch was rausholen. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich komme wieder, keine Frage. Ja, Genau. werde ich mal schauen.
ich freue mich schon so. Allein, also ich war ja früher bei Referaten zum Beispiel nie jemand, der gerne PowerPoint benutzt hat. Ich war da auch wieder mehr so der Analoge, der sich so richtig geil irgendwelche Tafelbilder überlegt hat, so richtig komplizierte, die er dann vor der Stunde angemalt hat oder so auf Gott. so OHP, ne, mit Folien gearbeitet oder so ein Scheiß. Na. Dann irgendwann habe ich eingesehen, Schwachsinn, jetzt bin ich auch auf PowerPoint umgestiegen. Aber ich bin jemand, der gerne dann so fancy PowerPoint-Präsentationen Oh benutzt. ja. So einfach so richtig krass ausgeklügelt, ja. Ich sag mal so, manchmal klappt das, aber manchmal, wir haben ja dann auch bei uns diese Smartboards, ja, oder wie auch immer die heißen, halt diese riesigen Dinger mit Ja, Touchscreen, die, ja. also wie heißt die, hatte so einen tollen Namen. Stimmt, die Wackboards. Bei uns heißen sie Whiteboards und ich nenne sie immer Bei uns Wackboards, heißen weil die sie hauptsächlich ziemlich wack Smartboards. sind. Naja, auf jeden Fall. Und die sind ja eigentlich geil für PowerPoint-Präsentationen, kannst halt einfach Ja. so, ne? Problem war aber jetzt bei mir, ich hatte zum Beispiel jetzt letztens ein Referat gehalten, was ich am Anfang der Oberstufe bin ich zu meiner Geschichtslehrerin gegangen, weil ich Geschichtsleistungskurs dann gewählt habe und habe gesagt, ja, ich würde gerne mal ein Referat über Willy Brandt halten und so, ne? Weil das halt für mich eine große Figur ist. Und dann meinte sie so, ja, wenn wir das als Thema haben, dann, ne? So. Und dann war es jetzt endlich soweit, ich hatte 3 Jahre lang darauf gewartet. Und habe dann, ich hatte sogar mal, das war das aufwendigste Referat, was ich, obwohl, nee, stimmt eigentlich nicht, aber es war ein sehr aufwendiges Referat auf jeden Fall. Ich habe eine Biografie gelesen und so, ne, richtig im Thema drin, Na. PowerPoint-Präsentation gemacht. Und da habe ich wollte ich halt Videos einarbeiten, das ging. So. Habe ich aber auch so Zitate, so einfach nur so MP3-Dateien halt reingepackt. Bei mir am Rechner hat es perfekt funktioniert. Oh nein. Aber natürlich haben sie sich wieder nicht abgespielt im Dings. Ne? Dann habe ich so gesagt, ich hasse es, wenn dann was nicht funktioniert. So, Na. so, und jetzt kommt ein kleines Zitat von Willy Brandt oder so ein Ausschnitt aus dem Interview und dann so, Klick, klick. klick, Ja, klick. also, was Und habe dann ich musst du überhaupt jemals raustappen und gehört? dann musst du in deinen Stick gehen und die MP3 so abspielen, was einfach fail ist. Vor allem, sie geht da deine Präsentation dann immer schon. Also, Also, das deswegen habe ich ist das auch. Also, das ist wirklich so entspannt, wenn man dann ein Gerät hat, das man einfach mitnimmt und ansteckt und es funktioniert genauso, wie du es gemacht hast. Es ist einfach so viel besser. sagst du einfach so, hey, und los geht's. Ja, zack. Und wenn Ja. ich an der Uni dann, ich weiß nicht, je nachdem, was ich halt studiere, dann auch Präsentationen halten muss, dann hole ich mir auch auf jeden Fall so ein Klicker, hier so ein Weiterschaltding. So. Ja, so, wo du dann so irgendwo im Raum stehst, im Hörsaal, so, zack, kommen wir. Und dann drückst du einfach nur auf das Ding und dann geht das los. Es ist an sich, habe ich mir das auch überlegt. Ich habe ja so einen Teil bereits. Aber in letzter Zeit muss ich sagen, mir ist nämlich dann was aufgefallen, was PowerPoint mittlerweile als Funktion hat. Die neueste Version, was echt nice ist. Weil ich habe dann mein Tablet angeschlossen gehabt eben. Und dann habe ich halt auf externe Ding umgeschalten. Und cool ist dann, dass er dann zwei Bildschirme draus macht. Er zeigt einmal deine PowerPoint-Präsentation an und am Originalscreen, also am Tablet, zeigt er dir dann an deine Folie, die kommende Folie, die Notizen zu deiner Folie, wie viel Zeit bereits vergangen ist, wie viel Zeit bereits auf der Folie vergangen ist und so weiter und so fort. Und das ist wirklich nice. Du hast dann so ein richtiges, in Anführungsstrichen, Hub, wo du siehst, was als nächstes bei deiner Präsentation kommt. Und wenn du dann halt ein Tablet hast, dann kannst du es auch noch gut halten. Du brauchst halt nur ein langes Kabel. Oder, was halt leider schade ist, dass zumeist die Schultechnik es nicht unterstützt, wäre halt natürlich sehr cool, wenn du es einfach via WLAN projizieren könntest. Also geht ja bei Smart TVs und so, kannst du ja einfach über Bildschirm teilen, bla, das einfach rüber beamen lassen, so gesagt. Und dann hast du gar keine Kabel mehr und shit. Und das geht natürlich in der Schule immer wieder wie immer nicht. Weil darum. Und das wäre halt echt cool, weil dann kannst du dich auch noch frei im Raum bewegen und hast dann da so dein mobiles Datencenter, wo du dann alles siehst und perfekt durchplanen kannst und Zeug. Das wäre schon cool. Naja, PowerPoint. Genau. Von Fischen. So, haben wir sonst noch irgendwelche Themen? Weil ich glaube, mittlerweile haben wir die Leute über das Surface mal wieder totgelabert, wie wir es sonst immer über Also, ich Windows sag Phone mal gemacht so: Wir haben. können ja noch Ionen ne, weiter reden. Zum Beispiel Natürlich. über, ja, Bäume und so. Bäume. Oder weißt du was? Frischkäsesemmeln
Also Käsesemmeln mit Frischkäse. Warte, Gott, wie heißt lange das ist das jetzt? schon wieder her? Heißt das jetzt? Du meinst nur mit Frischkäse. Du meinst jetzt nicht, du holst dir ein Käsebrötchen und tust da nochmal Frischkäse drauf. Weil Doch, das. genau das meine ich. Genau das meine ich. Ich Aber das hole mir ist doch hart eklig. eine Käsesemmel und tue da Frischkäse drauf. Es klingt hart eklig, aber es ist so genial. Es ist wirklich, es schmeckt so geil einfach nur. Tut mir Ich muss leid, ja es ist. sagen, ich Oh. hab ja alle paar Wochen oder Monate immer mal wieder so inzwischen neue Entdeckungen, so für mich, so Sachen, die ich früher einfach so nie gegessen oder Ja. getrunken habe und dann so plötzlich so, irgendwie, na so. Es ist Wahnsinn, wie sich der Geschmack immer verändert, ne? Ja, und ich war zum Beispiel nie ein Fan von Käse. Ich fand Käse irgendwie, außer so ein paar Sachen, immer irgendwie total ungeil. Ja? Und jetzt plötzlich so, Alter, Käse. Nun ja, hat natürlich auch seine Vorzüge. Und seitdem, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Brötchen mache, ist immer mit Käse dabei. Ganz komisch. Das ist irgendwie, genauso wie Tomaten, ja, früher so, ach ja, sind jetzt nicht so geil, kann man schon mal essen, aber, ne? Jetzt inzwischen so, Alter, Tomaten sind ja mal das Geilste, was es auf diesem Planeten gibt, so ungefähr, Na, ne? Naja. also bei mir war es früher auch Muster wie Camembert, habe ich nie gemocht. Wert. Hat sich aber stark auch verändert. Kommt drauf an. Junge Camemberts mag ich lieber zum Beispiel. Alte, die dann so diesen ikonischen Geschmack sehr stark haben, die mag ich immer noch nur so in Verbindung mit anderem Zeug. Aber die jungen, und wenn die dann recht fett sind, dann schmecken die echt gut. Das klingt jetzt irgendwie abartig, wenn man Camembert draus lässt. Aber hey. Ja, Ja, und also. das ist halt irgendwas, also das ist schon immer wieder faszinierend, wie wir, fand ich mal lustig, wo man sich damals gedacht hat, nee, das werde ich nie essen und nie gut finden. Genau. Wie sich das dann aber tatsächlich dann einfach verändert, ich weiß auch nicht warum, vom Geschmack her, wo du irgendwann dann sagst, ey, eigentlich ist es doch ziemlich nice, und wieso habe ich es noch nie ausprobiert? Und dann auf einmal so deine Vorliebe für entdeckst, die dann doch ganz cool ist. Auch früher so, genau, Bohnen. Bohnen. Ich fand Bohnen immer so, also so normale grüne Bohnen. So, immer so, nee, so als Kind gequält damit, ja. So richtigen Würgereiz hatte ich schon fast entwickelt, wenn meine Mutter Bohnen gemacht hat. So. Und heute so, ach, so ein paar Böhmchen, ich meine, kann man sich zwischendurch ja auch mal gönnen. Ne? So, das ist einfach, ach, da gibt es so viele Beispiele. Andererseits aber auch Sachen, die ich früher voll geil fand und heute einfach irgendwie so nicht mehr so. Also ich finde sie jetzt nicht eklig, aber ich esse sie nicht mehr so gerne, ehrlich gesagt. So, keine Ahnung. Zum Beispiel, klischeehaft als Kind fand man Nutella natürlich geil. Heute so, nee, du, guck mal, finde ich jetzt gar nicht mehr so cool. Geh mal weg damit. Ja, das stimmt, da hat man einiges dann irgendwann sich nicht mehr so, was man früher ziemlich cool fand, dann findet man dann tatsächlich wieder gar nicht mehr, oder hat man einfach sich satt ge gegessen, weil man einfach früher davon so viel gegessen hat, dass es einfach nicht mehr sehen kann. Das ist Aber, richtig, das ist richtig. So, ich muss jetzt hier gerade nochmal. Das ist nämlich auch so ein Thema. Du spielst ja kein CSGO, ne? Oder nicht so viel. nein, oder nur sehr selten. Was ich dafür spiele, oder hast du schon, was du sagen wolltest? Was hätte ich kurz Ja. noch eine Überbrückung gehabt? Okay, Nö, dann kannst möchte auch ich dich gleich. natürlich nicht Egal. weiter. Ach so, was ich nicht sagen wollte, was ich dafür in letzter Zeit jetzt gerne spiele oder wieder mal angefangen habe, ist das Unreal Tournament 4 ist ja momentan draußen oder beziehungsweise als Alpha draußen noch in Entwicklung, und das habe ich mir mal runtergeladen, habe ich auch eine Zeit lang Ach gespielt, ja, vor allem auf stimmt. dieser einen neuen Map, die es gibt. Die anderen sind ja leider grafisch, oder ich weiß nicht, wie es mittlerweile steht, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, waren die grafisch noch nicht überarbeitet. Und da habe ich das auch eine Zeit lang gespielt, hat auch echt Fun gemacht. Wobei ich sogar jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, sagen muss, dass ich seitdem Team Doubles draußen ist, eigentlich tatsächlich wieder sehr viel Halo spiele, was davor nicht der Fall war. Ja, bei mir funktioniert es ja immer noch nicht so richtig, was auch keiner versteht. Aber